Moin Moin, Freunde der gepflegten Sekiro Soulsborne Gemeinde. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Der Tag X rückt immer näher, der 25. Nun konnte ich die Füße auch nicht stillhalten und produziere doch nochmal ein Video. Ich wage hier ein Experiment, sprich, ich stürze mich mit dem Wissen, was ich jetzt habe über das Spiel, in diese, ja, All Trailers, wie ihr seht, auch älter von 2019. Und versuche dort das Wissen von heute, was es gibt, von Spielern, die das Spiel schon spielen durften. Ich habe es versucht, daran teilzunehmen. Ich habe keinen Zugangscode bekommen für den Netzwerktest. Sprich, ich bin hier nur stiller Beobachter. Naja, still nicht, wie ihr gerade hört. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir legen hier los. Ich werde das Video hin und wieder unterbrechen und zum Schluss noch einiges so an Wissen, was ich mir angeeignet habe und was sehr wahrscheinlich zu 80-90% auch noch mit der Realität des Spielens am 25. übereinstimmen wird. Langer Satz jetzt verbinden. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf geht's. Spontaneous. Wir versuchen es hier. All Trailers. Und wenn ihr noch neues Wissen habt darüber oder altes revidieren könnt, was nicht mehr aktuell ist, lasst es mich wissen. Zum Schluss werde ich noch so ein bisschen, ja, klugscheißen, was heißt klugscheißen, Wissen nochmal wiedergeben, was mir bisher noch in Erinnerung geblieben ist. Lassen wir uns überraschen. Ja, ist ein bisschen nervig jetzt, dass ich unten auf dem Button da. Gut, die kann ich noch. Nee, bleibt, glaube ich, trotzdem die Ladelinie, ne? Ja. Nee, doch nicht, die geht weg. Okay, alles klar. Dann lasse ich sie erstmal weg. Und flitze dein Bild schnell runter, wenn es soweit ist. Ja, das Master Brain ist natürlich dran beteiligt. Ebenso wie George R.R. Martin, den wir hier sehen. Dem wird jeder ein Begriff sein. Sprich, wir werden hier ein kryptisches Storytelling erleben plus ein. Ja, direktes Fantasy-Storytelling des großen A.R. Martin. You could even imagine it. Ja, seht es mir nach. Ich muss denn unterbrechen. Das hat so ein bisschen was von Sekiro-like. Ihr mögt euch erinnern, wie der Arm angelegt wurde. Kann ich jetzt nicht so deuten, habe ich auch keine Informationen drüber, ob das irgendwie Parallelen da gibt. Bisschen leise. Oder muss ich ein bisschen leiser sprechen, glaube ich. Hui, man hat einiges gesehen. Das ist jetzt nur spekulativ. Zum Schluss kommt halt, wie gesagt, das relativ verifizierte Wissen zu der ganzen Thematik. Ja, ist das die Drahtzieherin? Also was bekannt ist, ihr sollt wie immer die Balance wiederherstellen. Ihr seid kein Abtrünniger. Nein, Abtrünniger. Ihr seid ein... Oh, was seid ihr überhaupt? Ein Erleuchteter auch nicht. Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, das übliche Prozedere wird beibehalten. Ihr müsst die Balance der Welt wiederherstellen, sprich den Elden Ring zusammensetzen. Das heißt, die einzelnen Bruchstücke, die Runenstücke, die Bruchstücke des Elden Rings sind verteilt auf Hauptbosse. Ich spoilere jetzt ein bisschen. 5 soll es geben, aber es soll mindestens genauso viele Nebenbosse geben, plus kleine Minibosse in den Dungeons. In den Festungen gibt es auch
diverses, da lungern, wenn ich mich recht entsinne, eher denn die Hauptbosse und sprich auf der freien Map wird euch noch einiges über den Weg laufen. Man hat einen riesigen Drachen mal gesehen. Mir war allerdings nicht klar, ob der zufallsgeneriert an verschiedensten Stellen auftreten kann oder im ähnlichen Gebiet auch immer. Dazu vielleicht später mehr. Man hat ja diese Frau gesehen. Faith ist die Drahtzieherin der ganzen Sache. Es ist wohl so anzunehmen, dass jeder der Hauptbosse einen Teil des Elden Rings hat. Also ich glaube, das ist auch gesichert, dass wenn ihr einen der Hauptbosse besiegt, einen Teil des Elden Rings bekommt. Um nachher die Welt wieder sozusagen in runde Form zu bringen, in Einklang. Also ein Kreis symbolisiert ja auch eine Form von Gemeinschaft und so weiter und so fort. Von Harmonie auch, hat eine runde Form. Wir kennen das ja aus der Psychologie auch, dass wir runde Kulleraugen mögen, sowas. Also es hat so einen harmonischen Einklang und Ausdruck. Weiter geht's. Peggy 16. Oh, ja, da muss ich mal ganz schnell raufgehen. Das ist eine Neuerung zu den Sekiro Soulsborne Spielen. Ihr habt hier ein Reittier oder mehrere verschiedene. Und das Besondere ist, das kann ich jetzt auch nochmal vorwegnehmen, das werde ich nachher nochmal kurz zusammenfassen. Dadurch könnte auch ein Kritikpunkt werden, aber zu dem Thema vielleicht später noch mehr. Dadurch könnt ihr höhere Fallhöhlen überleben. Ihr kriegt ohnehin nicht so viel Fallschaden. Ihr habt mit dem Reittier, was ihr jederzeit verfügbar habt in der Welt, herbeizaubern könnt quasi, auch einen Doppelsprung. Das heißt, ihr könnt Abgründe überspringen, die ihr sonst zu Fuß nicht überspringen könnt. Zum Mehrspielermodus, so viel dort oder bei PvP, da finden die Reittiere nicht statt. Ihr könnt aber manche Gegner besser vom Pferd, jetzt aber keine menschlichen Online-Spieler, die euch nerven wollen oder helfen wollen. Ihr könnt manche Gegner vom Pferd, jetzt geht es ja um Gegner, besser bekämpfen tatsächlich als vom Boden aus und umgekehrt. Also zum Thema Kampfsystemmöglichkeiten hat das sehr wahrscheinlich deutlich die Nase vorn. Die Schleichelemente werden auch wichtiger werden in dem Spiel, weil ihr diesmal nicht nur kleine Gruppen ausschalten müsst von Gegnern, ihr habt teilweise ganze Lager. Und da müsst ihr euch wirklich gut überlegen, die nicht wirklich alle aufzumischen. Das war ja in Dark Souls 1, 2 ja einfach kein Thema. Wenn ihr das ein bisschen raushaltet, die Muster dazu lesen, könnt ihr mal ganz schnell 5 Leute da, wenn es dann mal überhaupt dazu kam, dass 5 euch umzingelt haben, auch noch weglutschen. Das wird hier schwieriger werden, wenn eine ganze Horde von Gegnern gleichzeitig auf euch zustürmt, mit Schildnoobs und so weiter, was ich da gesehen habe. Aber weiter geht's. The Tarnished will soon return. Guided by grace. Ja, der Weltenbaum, der ist ja bekannt. Das finde ich, da muss ich mal ganz kurz zurück. Das finde ich künstlerisch großartig. Das ist mir als erstes, kommt das jetzt noch oder war es eben schon? Das. Nein, ich habe zurückgespurt. Oha, Leute, wo war das ungefähr hier, ne? Noch einmal. Das überhaupt, die Atmosphäre, die ist immer noch düster, also Dark Fantasy, aber mit mehr Betonung auf Fantasy. Das ist mein Eindruck. Warte mal. Ich hatte mich so auf die Wortwahl konzentriert, dass ich jetzt gar nicht weiß, wo war die Stelle. Ja, die kommt gleich. Gut. Das muss ich unbedingt mal anhalten. Das ist mir als erstes ins Auge gestochen.
so als künstlerisch, ja, ambitionierter Mensch, der ich bin. Kunstaffin bin ich auf jeden Fall, zumindest so derartige Kunst. Ja, großartig. Und den werdet ihr auf der Map dann auch immer sehen, der ist ständig präsent. Dieser großartige Baum. Das. Gut. Hat geklappt. Ein bisschen verspätet, aber hat geklappt. Diese Perspektive dieser Felsen, das finde ich ja unfassbar toll. Es ist ja quasi wie so eine, ja, wie so ein Bogenpfeil, wie Bogenpfeile, die nach oben gerichtet sind. Zumindest wenn ihr im Hintergrund bei den Wolken da diese schräge Front, also die sind schon mächtig und hoch, aber als wenn irgendein Sog sie hinzieht und im Hintergrund, die scheinen dann wiederum gerade zu sein. Also sind völlig asymmetrisch diese Gebirgsformation, diese Struktur, finde ich unglaublich faszinierend. Also wirklich verrückt im wahrsten Sinne des Wortes, also von fair, man rückt etwas zur Seite, man rückt etwas anders hin. Also das ist ein irrer Effekt, der ist mir sofort ins Auge gestoßen. Ich weiß nicht, ob das symbolisieren soll, wie verrückt gerade die Balance ist in dem Spiel oder was auch immer. Großartig, hier vorne sehen wir noch, aber gut, das ist ein bisschen Detailarbeit. Das lasse ich jetzt weg, sonst wird das Video auch zu lang, weil ich zum Schluss noch einiges sagen will. Weiter geht's. Ja, das meinte ich mit jederzeit herbeirufbar oder herbeipfeifbar. Wir kennen das von Witcher, von Geralt von Riva. Ist natürlich, man kann sagen, positiv bin ich doch bei der Wertung. Das bleibt bei mir immer nicht aus in meinem Denkapparat, dass ich denn doch auch immer Wertung anhänge. Das ist, wo ich Geralt von Riva gerade herpfeife. Na, das ist nein, fürs Kampfsystem und für die taktische Ausrichtung sehr interessant. Ihr könnt ja sozusagen, ich habe es jetzt gesehen, beim Drachen. Den könnte man sicherlich auch ohne Pferd besiegen. Gehe ich mal von aus. Aber der hat einen Feuerschwall, der ist gigantisch. Und da macht es dann schon Sinn, blitzschnell, wenn ihr vorher als Fußkämpfer unterwegs wart, um auf seine Krallen zu hämmern, blitzschnell in den Pferde- oder Reittiermodus, es gibt auch noch andere Reittiere, umzuswitchen, damit ihr überhaupt aus dem Feuerschwall rauskommt. Also das könnte eventuell nachher, wenn man auch noch bedenkt, dass das Kampfsystem auch an im Wesentlichen Souls angelehnt ist, aber doch noch einige Nuancen anders ist, dass es vielleicht anfänglich sogar für Soulsborner ja nicht überfordernd, aber doch sehr anspruchsvoll sein kann, wenn man das optimal meistern will. Finde ich aber großartig. Nun weiß ich nicht, ob, ja gut, die Betonung, sagte ich ja vorhin, liegt mehr auf Fantasy. Ich dachte am Anfang, diese Sprünge, die das Pferd macht, oh Gott, ihr springt da teilweise gefühlte hunderte Meter hoch mit dem Pferd oder auch runter von irgendwas, um höhere Gebirgsketten zu erreichen. Natürlich unterstützt das Fantasy-Setting, aber ich war mir da noch nicht schlüssig, ob ich das gut finde oder nicht. Aber weiter geht's. Ja, wieder ein witziges Gimmick. Also ich könnte jederzeit jetzt das Video anhalten. Ich habe diese Vase gesehen mit den Armen. Also es hat so ein bisschen was von der Mimik. Die wird es sehr wahrscheinlich auch geben. Diese versteckten Kisten. Apropos Kisten, ein witziges Ding habe ich bei einer Spielerin gehört, die das Spiel längere Zeit spielen durfte. Ein witziges Gimmick war da zum Beispiel. Ihr habt da apropos Truhen. Ihr habt da eine Truhe. Wenn ihr die öffnet, teleportiert ihr komplett in eine andere Welt. So viel sei denn auch schon mal vorgegriffen. Ihr habt da extreme Überraschungseffekte. Na gut, kennen wir auch aus Dark Souls 1, keine Frage, gemalte Landschaft. Ne? Ihr habt dann die Puppe geholt, wenn ich mich noch recht entsinne, aus der Zelle, um dann in Anno Londo quasi, ja, einen extrem schweren Parcours oben, wo der Kronleuchter ist, unten in dieses Bild zu gehen, um in die gemalte Landschaft zu kommen. Das ist ein ganz toller, interessanter Überraschungseffekt. Und ich bin mal gespannt, wie Elden Ring die Überraschungseffekte insgesamt streut über die doch recht große offene Welt.
die. Da macht Hidetaka Miyazaki auch kein Geheimnis draus. Die inspiriert ist von Wind Waker. Und jeder, der den Zelda-Teil kennt, wird ungefähr ahnen können, welche Parallelen es geben könnte. Weiter geht's. Habe ich Wind Waker gesagt? Oh, sorry. Breath of the Wild. Breath of the Wild. Ich bin hier ein bisschen, ja. Ja, das kommt dabei raus manchmal, wenn die Spontanität doch nicht so gut, strukturiert ist sie ja sowieso nicht, aber zum Tragen kommt. Breath of the Wild meine ich. Weiter geht's. Ja, da waren wir bei einem etwas, oder da sind wir bei einem etwas größeren Endboss, etwas gewichtigeren, der ja den Eingang zu bewachen scheint, dieser Burg. Es ist noch nicht der Boss, der wahrscheinlich das Bruchstück des Elden Rings bringt, aber es scheint schon einer, ich habe so einige gesehen, auch in den Dungeons, das sind so Mini-Bosse. Aber von denen es, wie gesagt, sehr viele gibt. Und der wird auch noch nicht zu den Hauptbossen hier zählen, aber es ist schon einer, so ein gewichtigerer, quasi so ein vorgeschalteter Weltstädt, meinetwegen, wie bei Dark Souls 2 oder so. Ja, großartig. Großartig, die hat ein richtig cooles Moveset, das werdet ihr gleich nicht sehen und ist ultra schwer auch. Ich habe auch dazu ein Video von Distortion 2, meinem Lieblings-Speedrunner, gesehen. Der hat mal versucht, den ohne einen speziellen Trick, da gibt es eine Waffe, die zumindest im Netzwerktest völlig OP war. Und da konnte man ihn relativ easy aus der Ferne besiegen, auch unterlevelt. Aber wenn sie die genervt haben sollten und ihr in Nahkampf gegen den gehen müsst, ist es extrem schwer. Er hat gerade in seiner letzten Phase extrem schnelle Moves und lange Ketten auch. Lange Move-Ketten. Ja, fantastisch. Da hilft euch dazu vielleicht auch später mehr die Möglichkeit, auch Helfer beizurufen. Im Netzwerktest war es so, dass der Boss wirklich lange auch auf diese Helfer fixiert war. In diesem Fall waren es, glaube ich, Wölfe, die da rumliefen. Ist ja nicht so, dass ihr dann zu 80-90% trotzdem die Aggro habt. Nee, es wirkte eher so, dass überwiegend die Aggro auf die Helferlein gerichtet war von ihm. Weiter geht's. Ja, und wie man es kennt, ihr habt es gesehen. Aber auch bei den extrem schnellen Bossen gibt es, wir erinnern uns an Bloodborne, an, wie hieß der nochmal, in Kanehurst da, was, Lugarius, der Märtyrer? Ja, mehrere Türen, der Märtyrer. Lugarius, ihr erinnert euch dran. Extrem schnell, gerade auch am Boden in den Phasen. Und trotzdem habt ihr, wie ihr eben gesehen habt, immer noch die Zeitfenster, um ein mächtigen Superschlag, ihr habt es ja gesehen, hat das Schwert nach oben gehoben, mit Magie gefüllt, auszurichten, abzuschlagen. Da bleibt es der Souls-Formel natürlich treu. Ja, und das meinte ich vorhin, diese Extremsprünge. Es wirkt unrealistisch, aber wenn man sich auf dieses Fantasy-Setting komplett einlassen soll, hat es vielleicht eine andere Gewichtung und einen anderen atmosphärischen Impuls. Ja, das sagte ich auch. Drache. In dem Fall sinnvoll, erstmal vorbeizureiten. Genau. Ja, das ist euer Ziel, nachher der Lord zu werden. Ah, oh, großartig. Großartig im Hintergrund das Gebäude. Das hat so ein klein bisschen was, so eine Mischung aus Dark Souls 2 im Bloodborne Texturgewand. Dark Souls 2, wir erinnern uns daran, da war aber ein Gewitter auch. Aber wie hieß das Schloss noch? Wo man dann ja auch Feldsteht drin hatte und nachher der König, der da rumschlumpfte und rumlief. Ah, ich weiß es gerade nicht. Wenn ihr die
Tür mit den Seelen, mit den 1 Million, musstet ihr, glaube ich, haben, Seelen geöffnet habt und dann in diese Richtung geht. Großartig. Gespenstisch. Gespenstisch, während Kanehurst zum Beispiel bei Bloodborne ja hell war, es war ja ein Schneegebiet, ist das hier wieder so dieses, da kommt wieder dieses düstere Setting voll durch. Sehr, sehr geil. Ja, Magie wieder, natürlich. Ein, ja, was war das? Hirschartiges Wesen, was da sogar flog. Ja, abgefahren. Abgefahren. Ihr seht auch wieder, die Umgebung wird zerhämmert. Nein! Oh, es ist zum Hühnermelken. Es ist zum Hühnermelken. Ich mach mal ganz kurz einen Cut. Die Umgebung wird zerhämmert. Ich spule da gleich hin. Ich bin mal gespannt, inwieweit die Umgebung auch in die Bossfights integriert wird, dass ihr sie auch effektiv einsetzen könnt. Bin ich mal gespannt, inwieweit es überhaupt, ja, ich nenne mal Zwillingsbosse, beziehungsweise 2 oder mehrere Bosse auf einmal gibt. A la Ornstein's Maok und so weiter und so fort. Ich muss da mal ganz kurz hin. Oh, das ist ungefähr. Habe jetzt eben keinen Blick drauf gehabt. Soweit war ich, glaube ich, noch nicht. Ach, da, ne? Da ist es sichtbar, ja, genau. Da ist der Marker, ja. Brandish the Elden Ring. For all of us. Ja, großartig. Ach so, was ich an dieser Stelle euch auch noch ans Herz legen kann. Das musste ich leider, ja, richtig enttäuschenderweise und wütenderweise auch zur Kenntnis nehmen. Ich wollte Dying Light 2, die Peggy-Version, mit meiner Partnerin zusammenspielen. Und noch ein paar Freunden. Das ist aber nicht so einfach, wie man denkt. Es gibt weder Crossover noch Genover. Sprich, ich habe mir die PS5-Version besorgt, im sicheren Glauben, dass ich mit meiner Partnerin auf der PS4 spielen kann. Arschlecken, Pustekuchen, Schluss aus Nikolaus. Ging überhaupt nicht. Die Vierer können natürlich untereinander spielen. Ist die Frage, wenn ich die Vierer-Version auf der 5 gespielt hätte, ob das jetzt konsolenabhängig ist oder spielabhängig ist. Auf jeden Fall geht es nicht, weshalb ich mir hier zur Sicherheit die PS4-Version hole. Ich weiß, dass man, ich glaube, bei Dark Souls 3 geht das. Ich weiß aber auch noch nicht mal, ob es ein Update gab für die PS5-Version von Dark Souls 3. Da geht es zumindest, wenn man es auf der 5 spielt, die Vierer-Version. Dann kann man mit Leuten auf der 4 noch zusammenspielen. Im Party-Modus. Kein Thema. Aber das war richtig ärgerlich bei Dying Light. Und bevor mir da so ein Schnitzer nochmal passiert, habe ich mir gleich die PS4-Version vorbestellt. Weiß nicht, ob ich das Spiel heute reinstelle. Heute ist der 16.02. Ey Leute, gebt Gas bei der Vorbestellung. Bei Amazon war nur noch ein einziger Titel da. Das sei jetzt auch nochmal gesagt. Also es kann durchaus sein, dass es vielleicht Lieferengpässe gibt oder die Nachfrage zu hoch ist. Ich weiß es nicht. Oder ihr nachher irgendwie, keine Ahnung, woanders kaufen müsst und dann nochmal 10 Euro mehr raushauen müsst. 69 kostet es derzeit, ich glaube, auch die digitale Version. Aber die will ich mir auf gar keinen Fall holen. So, weiter geht's. 16. It happened an age ago. But when I recall, I see it true. Oha, die Raute. On a night of wintry fog. Gesten, Interpretation überlasse ich anderen. The rune of death was stolen. Ja, genau, um diese Runen geht's, genau. 5 oder 6 Stück sollen es sein. Das ist Dreh- und Angelpunkt. And the demigods began to fall. Starting with Godwin the Golden. Queen Mariko was driven to the brink. Ja. Sie ist, glaube ich, die Drahtzieherin. Marika. The shattering ensued, a war that wrought only darkness.
The Elden Ring was broken. But by whom? And why? Ja, der bekannte Baum, der in vielen Fantasy-Geschichten immer eine wesentliche Rolle spielt, da im Hintergrund wieder gewesen. What could the demigods ever hope to win by war? Ui, das sieht ja schon so hier nach Bürgerkriegen aus. Ui, das ist neu für mich. Das ist neu für mich. Möglicherweise ist das aber auch schon geklärt, die Frage. Gibt es so ähnlich wie bei Nioh denn so einen Doppelstrang, dass ihr quasi eine individuelle Geschichte erlebt, eures Charakters, eures Einzelcharakters, als Einzelkämpfer und eine übergeordnete Parallele, so sagen wir bei Nioh, diese Bürgerkriegsgeschichten, eine andere Rahmenhandlung, die sozusagen eine politische Dimension eher hat. Das ist interessant. Ja, der scheint auch eine wichtige Rolle zu spielen. Hat der das Gleichgewicht aus dem Ruder laufen lassen? Ich weiß es nicht. Vielleicht war ihm sein Herrschaftsanspruch langweilig geworden. Er wollte mehr, wie häufig. Die Gier hat ihn zerfressen. Er wollte nicht nur Herr über seinen Bereich sein. Ah, die Musik, die erinnert mich frappierend an Bloodborne, aber ganz extrem. Also würde mich nicht wundern, wenn sie einen ähnlichen Chor auch wieder bemüht haben oder den gleichen bei der Inszenierung der Musik. Ach, darauf bin ich ja noch gar nicht eingegangen. Das ist ja auch immer ein Ohrenschmaus, die Soulsborne-Spiele, was das angeht. Großartig, großartig. Da erwarte ich auch einiges an dramatischen Kompositionen, an stilleren, fantastischeren, vielleicht wenn ein Fantasy-Boss kommt, so ein bisschen, ja, der richtig aus der Norm bricht, wie Sif mit dem Schwert, der Wolf mit dem Schwert im Maul, großartig, die Melodie da, die ist so richtig so träumerisch und doch ein harter Fight, aber der hat auch eine spezielle Geschichte, wer Dark Souls so ein bisschen kennt und das DLC, weiß ja, wie es um den bestellt ist. Ja, weiter geht's. Ah, jetzt weiß ich, an was mich die Melodie erinnert. Die erinnert mich ein bisschen an das DLC Ashes of Ariandel, wo ihr gegen beide kämpft. Vater und Ring City war das zweite zu Dark Souls 3. Naja, Vater und Tochter. Daran erinnert mich die Melodie, die Geigen im Hintergrund. Interessant. Ja. Unless, of course, thou shouldst take the crown. Ja, die will sich die Krone unter den Nagel reißen. Oder sollte, sie ist der Meinung. Aber da haben wir natürlich was gegen. Wir werden das neue Zeitalter einleiten oder beziehungsweise das alte wiederherstellen. Wie auch immer, ich glaube, da wird sich das Spiel nicht großartig ändern. Zumindest auf der einen Story-Ebene. Wie gesagt, bin ich gespannt, wie sich das verknüpft mit der, ich nenne es mal direkteren, mit dem direkteren Storytelling des kreativen Martin und gleichzeitig inwieweit gleichzeitig das Kryptische beibehalten werden kann, was wir ja kennen, Itembeschreibung und so weiter, die man wirklich sich mühselig eigentlich zusammenschreiben müsste, die einzelnen Teile, die Bruchstücke, um da denn eine sinnvolle Geschichte zu entwickeln. Das hat Hidetaka ja auch mal gesagt, wie er überhaupt zu der Idee kam. Er hat in der Kindheit immer Bücher gelesen, sehr, sehr früh schon, und hatte sie nicht verstehen können, beziehungsweise nur teilweise verstehen können. Aber da er das komplettieren
Also komplett das Bild im Kopf, beziehungsweise die Geschichte im Kopf komplett machen wollte, komplett gestalten wollte, vollenden wollte, hat er den Rest einfach mit seiner Fantasie sozusagen gefüllt und geflickt. Das ist der Ursprung der Art und Weise, warum wir solche Souls, also solche Bruchstücke, Geschichtsbruchstücke vorgelegt haben, damit unsere Fantasie angeregt wird, wir verschiedene Interpretationsmöglichkeiten haben und so weiter und so fort. Ich komme jetzt, das ist ein bisschen lang geworden, das Video, zum Schluss und fasse aus heutiger Sicht zusammen, was bekannt ist. Also bekannt ist, das hat man dort jetzt nicht unbedingt gesehen, weil die Fallschadenleiste nicht ersichtlich war, aber ihr habt ja gesehen, was dieses Reittier kann oder diese Reittiere können. Ihr habt einen geringeren Fallschaden, einen deutlich geringeren. Und der ist auch gegeben, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid. Das macht auf der einen Seite auch Sinn, weil ihr habt eine vertikale Welt. Ist die Frage, wie weit das in Richtung Sekiro geht. Da habt ihr ja auch viel nach oben gearbeitet und nach unten. Und ihr habt natürlich eine horizontale Welt. Und weil es ja eine Open World ist, macht es schon Sinn, wenn ihr denn auf einem hohen Fels steht und nicht wieder umkehren müsst und einen riesen Umweg machen müsst, nur weil ihr da nicht runterspringen könnt. Kann ich absolut nachvollziehen. Könnte man drüber meckern? Ja, Pech gehabt. Dann ist hier halt Einbahnstraße, Endstation. Geh mal zurück wieder. Finde ich gut. Finde ich gut, weil sonst die erste Durchlaufzeit ist so bei 30 bis 40 Stunden für so einen normalen Durchlauf gesetzt. Die erste Durchlaufzeit unnötig gestreckt und in die Länge gezogen würde. Ihr werdet, hatte ich auch schon angedeutet, eine eigenständige Geschichte erleben und es wird weiterhin diese kryptischen Souls-like Geschichtsfetzen, die ihr halt variabel und kreativ verknüpfen könnt, mehr oder weniger logisch eben auch geben. Ihr habt genau George R. R. Martin als den direkten Storyteller. Ihr habt dieses Reittier, das sagte ich ja auch am Anfang schon, was ihr überall herbeizaubern könnt. Es wird 6 Gebiete geben, also größere Gebiete mit Festung, mit Höhlensystem. Da habe ich auch schon einige Gegner gesehen, wo ich auch sagte, Gegner Boss oder Mini-Boss Vielheit, da sind sehr, sehr viele einmal rumgelaufen. Ja, keine Ahnung, so eine Art Höhlenmenschen nenne ich sie mal, aber extrem schnell solche Höhlentiere, so eine Mischung aus Affen und sonst was. Ganz, ganz viele liefen da rum mit noch anderen. Also das waren teilweise über 10 Personen auf relativ engem Raum. Aber das meine ich nicht mit der Anspielung auf Ornsteins Maul. Ich meine wirklich Pärchen oder sogar 3 im Endboss-Bereich, im echten Endboss-Bereich, die ich mir wünschen würde. Das hat Nioh teilweise auch gut gemacht. Ich bin mal gespannt, wie das hier bei Sekiro gelöst wird. Ihr habt ja die Geschichte um die Runenteile. Das sagte ich ja auch, eben die Vertikalität mancher Gebiete soll wirklich auch einen frischen Impuls bringen. Ist die Frage, inwieweit das Sekiro-like ist? Und da macht es eben auch Sinn, dass ihr einen Doppelsprung des Pferdes habt. Um euch da einmal rüber doppelspringend dorthin zu bewegen auf ein höheres Gebäude, um dort auf wiederum ein höheres zu kommen. Was leider nicht geht, ist ein Wermutstropfen, aber das war abzusehen. Ihr könnt die Bossgegner nicht respawnen lassen. Die anderen aber schon. Das leider nicht, dieses Asketenfeuerbare, also das Asketenleuchtfeuer, wie aus Dark Souls 2, um die Bosse sozusagen wieder zu beleben, gibt es leider nicht, hat sich nicht durchgesetzt, kam wahrscheinlich insgesamt bei der Fangemeinde nicht so groß an. Ich fand es großartig, ich finde es immer noch großartig. Ja, das sagte ich auch schon, 50% aller Bosse sind ungefähr optional, laut From Software. Ihr könnt aus 10 Klassen Kämpfer wählen. Es wird auch wieder die nackte Klasse geben. War auch schon fast abzusehen. Also sie wollen natürlich die Soulspawner, die alten traditionellen Soulspawner abholen und neue gewinnen. Wie Metallica irgendwann auch mit dem Black Album quasi. Da waren sie eigentlich noch längst nicht Mainstream, aber über das Black Album haben sie
finde ich auch ein fantastisches Album. Ich hoffe, dass es so ähnlich auch hier läuft. Etwas Fantastisches geschaffen. Sie haben die alten behalten im Wesentlichen und viele, viele neue Fans gewonnen. Das werden sie hoffentlich schaffen, um gleichzeitig den Anspruch noch beizubehalten. Aber ich vermute, insgesamt wird es etwas leichter werden, weil ihr habt die Safe Spots viel, viel näher beisammen und mehr, wenn ich das recht aus dem einem Interview eines Gebietes allerdings entnehme. Vielleicht sieht das in anderen Gebieten anders aus, in den 6 Gebieten, aber ich kann mir vorstellen, dass sie es insgesamt etwas zugänglicher machen. Das Kampfsystem, wie gesagt, ist im Wesentlichen sehr Souls-ähnlich. Aber es gibt, das habe ich auch gesehen, einen normalen Sprung, also keine Sprungattacke. Ihr könnt ganz normal so hoch springen. Das konntet ihr, meine ich, bei Sekiro ja auch. Oder bei The Surge auch. Aber wer hat das genutzt? Ist die Frage, wie weit das nutzen muss. Also im Idealfall springt ihr dann über Waffen rüber, die unten eine Mega-Range haben. Das sieht man ja auch im The Surge-Video auch an einer Stelle mal. Ist die Frage, inwieweit das Kampfsystem in den Boss-Fights dieser Sprung jetzt von Vorteil ist. Aber ich denke mir, sie werden sich da was gedacht haben. Und inwieweit das zwingend ist, dann wird das wieder ein bisschen komplizierter für Souls-Mentalisten, wollte ich gerade sagen, für Leute, die Muscle-Brain für Dark Souls noch so tief in sich drin haben, dass es dann schwieriger wird, wie auch bei Sekiro umzudenken. Aber im Wesentlichen, glaube ich, kommt man mit dem Souls-Brain da richtig gut voran. Es gibt, wie gesagt, diesen Sprungsprung, nenne ich mal diesen Doppelsprung, der dann auch größere Abgründe überwältigen lässt. Es gibt neue Waffentalente, das ist ganz wichtig. Ihr könnt den Waffenschadentyp ändern. Und überall könnt ihr mittels Crafting Kit, wenn ihr es denn habt, ne, diesen Typ auch ändern. Das finde ich, da weiß ich gar nicht, wie ich das finde. Muss man mal gucken. Will ich noch gar nichts zu sagen. Mehrspielermodus ist eine ganz interessante Sache und wichtige Sache auch. Ihr könnt mit 2 Freunden zusammenspielen. Das ist erstmal so diese Standardeinstellung. Inwieweit man dann nachher noch am Finger lutschen kann, um noch einen weiteren Freund ins Spiel zu holen, habe ich jetzt nichts im Kopf. Ich habe auch allerdings nicht zu viel recherchiert. Ich habe mir ein paar Videos reingezogen. Jetzt 3 oder 4 Stück. Kann ich nichts zu sagen. PvP wird ähnlich wie bei Souls laufen, allerdings mit dem Unterschied, ihr könnt auch, beziehungsweise jetzt sind wir erstmal bei Mehrspieler, ihr könnt, das ist nämlich ein Unterschied jetzt, ihr könnt auch, weil die Gebiete halt größer sind, die freie Welt sollt ihr mit Freunden auch gemeinsam erkunden können. Also es ist da nicht so streng reglementiert wie in manchen Souls-Gebieten. Dass denn da Nebel ist und dann an anderer Ecke auch wieder Nebel und dass die Gebiete, die ihr gemeinsam spielen könnt, doch sehr begrenzt und klein sind. PvP soll auch ähnlich Souls laufen, läuft allerdings ohne Reittier. Finde ich auch, ehrlich gesagt, ganz gut spontan, würde ich sagen. Wobei, ihr habt natürlich mit dem Reittier noch mehr taktische Komponenten. Ne? Das wäre schon ganz cool, wenn da Gruppen gegeneinander kämpfen, einer auf dem Reittier, dass sie sich sozusagen aufeinander abstimmen, einer mit Reittier. Der andere hält ihr ein bisschen den Rücken frei, beziehungsweise der Reiter kommt dann mal schnell im Notfall zwischengehopst. Ich weiß auch nicht, ob man aus dem Sprung eine Attacke vom Reittier aus machen kann oder ob es denn Bodenhaftung haben muss. Aber gut, das erübrigt sich ja, aber wäre von mir jetzt so ein kreativer Impuls noch. Es scheint so zu sein, dass es einsteigerfreundlicher wird. Sprich, das sagte ich ja mit den Safe Spots. Und ihr habt mehr Beschreibung, detailliertere Beschreibung. Also ihr werdet nicht so extrem wie bei Dark Souls 1 ins kalte Wasser geschmissen. Das war meine erste Begegnung damals. Ich wusste gar nicht, was Sache war. Ich stand da und habe zuerst die Treppen auch gar nicht gesehen, die hochführten. Und bin damals bei Dark Souls komplett, weil ich dachte, das gehört sich so, zu den Skeletten gelaufen auf dem Friedhof. Und dachte, was ist das? Die stehen immer wieder auf. Und da hat sich bei mir überhaupt aus der Not heraus die Idee eines Speedruns entwickelt. Da habe ich gesagt, okay, wenn die immer wieder aufstehen, rase ich da einfach durch. Und bin in den Katakomben auf einmal gewesen. Und das nachher ohne Lampe. Und ich dachte, was ist das hier für ein Spiel? Okay, gilt zu Recht als eines der schwersten Spiele auf der Welt. Dachte ich denn. Und
musste dann nachher natürlich feststellen, dass es gar nicht so schwer ist, wenn man erstmal die Kniffe raus hat. Das Schwere ist tatsächlich, das geistige Wissen darüber erstmal zu erarbeiten, wenn man jetzt nicht sich auf Geiz und sowas stürzt, um möglichst schnell erfolgreich da zu spielen. Wenn man sich wirklich frei auf die Erfahrung einlässt, ist es das wirklich das Allerschwerste. Ja, großartig, das soll hier einfacher werden. Die Movesets der Bosse sollen auch im Vergleich zur Beta-Version überarbeitet worden sein. Das war von mir auch ein Kritikpunkt. Ich dachte, ich habe da mal so ein paar Bosse gesehen. Was ist das? Ich zähle hier 3, 4, vielleicht maximal 5 Moves. Das ist ein bisschen easy. Und viele konnte man dann auch wieder umrunden. Ich hoffe, dass sie dorthin gehend auch mehr arbeiten, dass es quasi mehr Rundumschläge gibt. Dass dieses einfache Umrunden nicht ganz wegfällt, aber deutlich, deutlich reduziert wird bei Bossen, dass ihr euch da ein bisschen mehr anstrengen müsst und mehr Kniffe einfallen lassen müsst. Also das ist glücklicherweise zum Netzwerktest, den ich dann gesehen habe. Ich habe, wie gesagt, keinen Zugangscode bekommen, habe mir dann das ein oder andere Video reingezogen, auch so ein Speedrun schon hier. Lillegi oder so heißt der, ist das schon 24 Minuten durchgespeedrunnt und dachte ich, ja meine Güte, also da müssen sie ja noch einige Schippen rauflegen jetzt. Also wenn das die Bosse sein sollen, nur ein Teil der Bosse, dann bin ich eher enttäuscht. Das hat dann eher Dark Souls 2 Niveau vom Schwierigkeitsgrad. Ja, die Überraschungseffekte, sagte ich ja vorhin auch, mit der Truhenöffnung, da hoffe ich mir auch mehr. Wir haben auch in dem Video gesehen, diese Vasen, diese Krüge mit den Armen. Interessant, was machen die? Was sollen die? Laufen weg vor euch? Gibt es trotzdem noch die kleinen Käfer, die weglaufen? Würde es wahrscheinlich noch geben, kann ich mich jetzt aber nicht erinnern, das irgendwo gesehen zu haben. Oder ist das jetzt der Käferersatz? Ich weiß es nicht. Könnt ihr manche Käfer vielleicht nur vom Reittier aus erreichen? Kann man vom Reittier noch eine Sprungattacke machen, abspringen und schlagen? Weil es wird ja schwierig, außer ihr habt eine sehr lange Waffe, aus dem Reitmodus da einen Käfer wegzuschlagen, sofern es sie gibt. Und so weiter. Fragen über Fragen, die das ja, Soulsborne-Leben so stellt. Fragen über Fragen über diese tolle, hoffentlich, Welt. Okay, weiter geht's. Wir haben noch den Eindruck, den ich jetzt hatte, dass es immer noch düster ist. Insgesamt, wie ihr seht, durch den Weltenbaum, aber auch heller. Auf der Oberfläche. Finde ich persönlich cool. Deswegen mochte ich Dark Souls 2 auch gerne. Weil ich finde der Wechsel zwischen Dunkelheit und dann unten in dem Loch widerlich, das war dieser tolle Kontrast, kommt dadurch noch stärker zum Tragen, als wenn ihr komplett, naja, das heißt komplett ist Dark Souls ja auch nicht auf Dunkelheit gesetzt, aber es ist immer diese Trübe, na klar, die Melancholie wird dadurch natürlich ordentlich befeuert, mehr befeuert. Es passt natürlich zu der Dark Souls Stimmung auch sehr, sehr gut, aber ich finde es nicht widersprechend, das Ganze auch mit einigen hellen Elementen oder mit vielen hellen Elementen aufzufrischen. Aber das ist eher ein emotionaler Eindruck. Hat mir ganz gut gefallen. Hingegen, ja, die Grafik, wir werden, ich nenne es beim Namen, das ist Dark Souls 3 Grafik, was man bisher sieht. Und ich denke, deutlich darüber hinaus wird das nicht gehen. Dafür habt ihr aber jetzt eine offene Welt. Ist die Frage, im Beta-Test habe ich gesehen, viele matschige Texturen. Also mit der Lupe sollte man das Spiel nicht unbedingt spielen, weil dann wird man eine Menge finden. Entscheidender für mich wird sein, nachher, wie sind die Items verteilt. Die sollen jetzt anders verteilt sein als beim Beta-Test. So viel kann ich schon mal sagen. Was ich auch cool finde, das hatte ich vorhin auch kurz angesprochen, ist, dass ihr, wenn ihr es offline spielt, wenn ihr Offline-Spieler seid, effektive Helferhorden rufen könnt. Die ihr auch sehr wahrscheinlich braucht, das hatte ich auch vorhin angesprochen, um die Lager wirklich, ja, komplett auszuräumen. Da sind dermaßen viele Gegner und die alleine, oder ihr macht es alleine sehr, sehr taktisch, indem ihr euch ranschleicht, hier ranschleicht, viele möglichst so Hitman-like erstmal ausschaltet, um nicht nachher so extreme Horde zu haben. Wie die KI in der Horde insgesamt agiert, kann ich noch nicht sagen. Da gab es ja auch Kritikpunkte bei Dark Souls 2, dass die Gruppen da nicht ganz so clever, manche sozusagen nur als Beiläufer, als Mitläufer da rumfriemeln, agieren.
habe ich jetzt ein bisschen was gesehen, kann ich aber nicht sagen, wie die KI ist. Ob die sich wirklich, die Gruppen-KI, wenn die in der Horde auftreten, clever ergänzen vielleicht auch in ihren Kampfmoves die Gegner. Der Schleichmechanik wird wahrscheinlich gerade in diesem Zusammenhang und der Schleichtaktik mehr Bedeutung zukommen, weil ihr euch dann diese Lagerräumung deutlich erleichtern könnt. Ja, viele fair verteilte Safe-Spots soll es zumindest in dem einen Gebiet geben. Ist die Frage, inwieweit sich das über die gesamten Gebiete verteilt. Und ihr sollt reisen können. Es ist nicht nötig, wie bei Dark Souls 1, irgendwann in der Mitte oder je nachdem, wie ihr das Spiel spielt, 60-70% des Spiels ein Herrschergefäß bekommt und dann erst reisen könnt. Das hat sich wohl durchgesetzt. Das hatten wir ja auch in Bloodborne, denn bei Dark Souls 2 ja auch schon, das hat sich durchgesetzt, dieses Reisen zwischen den Safe Spots. Das werden eingefleischte Dark Souls Veteranen, bestimmte eingefleischte Dark Souls Veteranen nicht so hoch schätzen. Die finden es ja gerade gut, dass man sich die Fähigkeit zu reisen erst erarbeiten muss, mühselig. Das könnte für die ein Kritikpunkt sein. Die Frage ist letztlich, wird es dadurch zu Mainstream? Für mich jedenfalls. Und noch wichtiger, ob es zu Mainstream wird, dadurch auch qualitativ nicht mehr so prickelnd. Also wenn ich ans Metallica-Album denke, ans Black-Album, es ging dort Mainstream, aber es war großartig. Mit Enter Sandman. Und das hoffe ich mir als Starttitel, wenn ich mich recht entsinne. Und Unforgiven ist da drauf. Eine der besten Balladen der Welt. Also Wahnsinn. Um diese Brücke zur Musik zu schlagen, erhoffe ich es mir auch. Es muss nicht immer schlecht sein, wenn ein Spiel Mainstream wird oder mainstreamiger wird. Ich hoffe, es wird einen Großteil der alten Fans mit rüberziehen und mindestens einen genauso großen Teil, vielleicht noch einen größeren von dieser derart, ja, großartigen Serie überzeugen können. Es ist jetzt ein Produkt, ist die Frage, inwieweit ist es frisch, inwieweit unterscheidet es sich, inwieweit ist es anders und inwieweit ist das anders auch wirklich eine bessere, eine intensivere Spielmechanik. Ich bin mir insgesamt bei dem Reittier noch nicht so ganz schlüssig, was ich davon halten soll. Ansonsten denke ich mal fast bei 6 Gebieten, dass ihr möglicherweise eine Gegnervielfalt erleben werdet. Sicherlich auch Gegner, die wir schon kennen oder Movesets, die wir kennen, sieht man ja auch schon. Aus Dark Souls 3 habe ich schon einige Waffen-Movesets gesehen. Also das ist, würde ich mal fast behaupten, 1:1 kopiert. Aber Gegnervielfalt wird, glaube ich, hier unschlagbar sein. Man hat da mal Krabben gesehen an der einen Stelle. Da habt ihr ja mal in dem einen Trailer da so ein Riesen gesehen. Der hat es schon so ein bisschen was auch von, na wie heißt es auch, Shadow of Colossus. Ich glaube, das war auch eine Inspirationsquelle, wenn jetzt, wo ich darüber rede, von Hidetaka. Also Shadow of Colossus und, jetzt kann ich es ja nochmal korrigieren, Breath of the Wild. Komme ich eigentlich durcheinander bei den Zeldas. Ja, lange keins mehr gespielt irgendwie. Also das neueste Zelda war, glaube ich, Breath of the Wild, genau. Wo ein zweiter Teil jetzt gerade sehnsüchtig erwartet wird. Ja, Gleitschirm habt ihr nicht, aber ihr habt halt dieses Reittier, was jederzeit verfügbar ist. Ist die Frage, inwieweit sich auch die verschiedenen Waffentypen auf dem Reittier denn spielen? Finde ich auch interessant. Und so viel sei denn auch schon mal gespoilert, zumindest war das in der Beta so, wenn ihr denn zum ersten Mal einen Blick auf die offene Welt werfen dürft, ja, wie gehabt, das kennt ihr ja auch, alles, was ihr im Hintergrund seht, in der fernsten Ferne könnt ihr auch erreichen. Da wird sich, wobei alles, ich habe das tatsächlich mal kritisch verfolgt in Dark Souls 3 und mal überlegt, kann ich wirklich alles überreichen? Das heißt ja immer so über die Souls-like, so alles, was man sieht, kann man, es ist nicht ganz so, aber stark tendenziell stimmt es. Aber das Erste, was ihr da eventuell erleben wird, ist ein Reiter. Und das ist eventuell eine kleine Anspielung auf Sekiro. Wer es durchgespielt hat, oder ziemlich am Anfang kam da ja auch schon, der Reitboss. Ist interessant. Es ist interessant. Es wäre auch interessant, wenn es ein Boss gäbe, wo Reittier und Boss erstmal getrennt gegen euch kämpfen und sich nachher vereinen. Es ist ja bei
na, wie heißt es noch, in diesem Geheimgebiet bei Dark Souls 3, der, was heißt er auf der Wiver, auf dem Drachen noch, der Namenlose. Es ist ja so, dass er von dem erstmal kämpft und nachher seine Wiver oder seinen Drachen da tötet und dann in Nahkampf gegen euch geht, in Einzelkampf. Es wäre auch interessant, wenn sich die mal verschmelzen oder wenn nicht nur so Drachen da rumfliegen. Wie viele Drachen gibt es überhaupt in Elden Ring? Das wird doch auch interessant. Also ich erinnere mich, ich glaube, es war immer der eine. Gibt es mehrere? Da bin ich echt mal gespannt. Gibt es auch außerhalb der offenen Welt noch Drachen? In irgendwelchen Dungeons oder Media 2? Wir werden es sehen, Leute. Bye, bye und auf Wiedersehen. Am 26. denke ich mal, oder 27. werde ich dann wohl die ersten Bosse reinstellen. Vielleicht mache ich auch so ein Playthrough. Oder vielleicht konzentriere ich mich erstmal auf die Bosse, die möglichst schnell zu finden, im Hinblick vielleicht auf den Speedrun. Muss noch mal gucken, wie weit das Speedrunbar ist. Ich gehe davon aus, genau, das wäre auch noch mal ein Punkt jetzt für Speedrunner, die hier vielleicht zuschauen. Das ist alles wie gehabt. Soulspawner sind immer Speedrunbar. Vielleicht auch durch die offene Welt mit ganz neuen, ja, mit einer größeren Nachhaltigkeit. Weil es wird länger dauern, bis die findigsten Speedrunner, die wirklich drüber grübeln und kaum was anderes machen und eine Community haben, die auch noch ihnen auch noch Tipps gibt und zuarbeitet und Glitche und so weiter und so fort. Aber ich bin ja eher ein Fan von Glitchless Speedruns. Durch die offene Welt wird es ganz neue, häufiger ganz neue Routen geben. Das hat eine viel längere Halbwertszeit. Ihr werdet viel mehr, denke ich mal, und viel länger auch verbesserte Speedruns sehen. Ich denke mal, dieses Spiel hat das Potenzial, die Bestzeiten der Speedruns für 3, 4, vielleicht 5 Jahre so ein bisschen noch toppen zu können. Jetzt außer, also glitchless. Weil durch die offene Welt gibt es ja, das ist ja letztlich Mathematik. Das ist ja quasi auch Vektorenrechnung, das ist Streckenberechnung. Es ist natürlich in der Höhe auch, vielleicht erreicht man dann doch das eine oder andere schneller mit dem am anfänglichen leichten Umweg und so weiter und so fort. Das gibt ja viel mehr Kombinationsmöglichkeiten, viel mehr Variablen, die damit reinspielen, den kürzesten Weg erstmal zu finden. Ja, bye bye und auf Wiedersehen.